Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2020 zusammen mit Jan und Micha in Ungarn. Moin! Wir haben euch was zu erzählen, denn Ungarn ist einfach, was heißt Ungarn ist scheiße, es ist ja F1 scheiße. Also wir haben Ungarn jetzt schon dreimal Minimum gefahren und immer das Qualifying und danach ist das Spiel immer abgestürzt. Jetzt haben wir eine Abstimmung gemacht, dass es heute kein Qualifying geben soll. Dementsprechend starten wir jetzt direkt aus dem Rennen raus. Wird natürlich für Strategie, für dies und jenes und natürlich auch für den Startplatz. Wo startet ihr denn eigentlich? Platz 3, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Also ich starte natürlich ein bisschen weiter hinten jetzt. Es wird alles ein bisschen kurios, aber ihr seht, ich habe 19. Ihr seht, ich habe den schwarzen Mercedes jetzt, also das Livery hat sich verändert. Das heißt, wie ihr das natürlich schon gesehen habt, die restlichen Folgen waren ein bisschen vorproduziert. Und die heutige Folge ist jetzt wieder aktuell, aber dementsprechend natürlich auch irgendwie komisch durch diese ganze Sache. Also wir sind jetzt seit 3 Wochen nicht mehr gefahren, bei mir gibt es heute leider auch keine Facecam. Aber... ja, die letzten. Dann gibt's Rennen Facecam nur bei mir, oder was? Micha hat auch keine Facecam. Lol. Die letzten Rennen sind ja bei mir etwas besser gelaufen. Großbritannien ja vor allen Dingen auch. Aber die letzten Rennen. Nur Großbritannien. Nein, ja, an sich sind die anderen auch nicht schlecht gelaufen. Aber Großbritannien muss man einfach sagen, vor allen Dingen dieser Randstein hier jetzt rechts innen ist einfach. Ja, Leute, hier also dieser Randstein in Ungarn, da haben wir auch schon im Qualifying drüber geredet, dass wir, wie gesagt, auch aufgenommen hatten, aber einfach dann immer ein Fehler dazwischen kam und die Aufnahmen sind auch schon 2-3 Wochen alt und die haben wir natürlich jetzt leider auch nicht mehr. Das heißt, wir können euch jetzt hier nur das Rennen präsentieren, ein bisschen kürzer das Video dann auch dementsprechend. Ja, im Prinzip ist es halt scheiße, weil wir seit 3 Wochen nicht mehr gefahren sind und jetzt dann direkt rein zu starten. Das wird richtig. Aber andererseits habe ich auch Bock, wie gesagt, hier mit Livery und so von Mercedes. Das, ich finde diesen Black Style. Ich finde diesen Black Style einfach total cool. Ja, weiß ich tatsächlich auch nicht, aber egal. Weißt du, wo Bottas startet? Bottas startet hinten als 17. Alter, warum startest du eigentlich so weit hinten und Micha so weit vorne? Ich starte als 19. Ja, eben. Das ja, macht überhaupt gar Jan keinen Jan startet Sinn. Weiter vorne, nicht ich. Habe ich doch gerade gesagt, warum startest du hast gesagt, warum startest du so weit hinten und Micha so weit vorne. Nee, und Jan so weit vorne, meinte ich. Habe ich mich dann versprochen. Das aber weiß ich auch nicht. Ich muss mich hier duellieren mit Bottas und Verstappen. Die restlichen finde ich aber nicht schlecht. Vettel und Leclerc. Krass, ich bin schon bei den Starts immer so schlecht. Ja, aber Hauptsache Latifi ist auch noch vor dir. Das ist, ja, Latifi und Norris. So, dann viel Glück euch. Kaltstart. Ja, euch auch. Oh mein Gott. Okay, ich bin erstmal schon mal überholt worden. Bitte jetzt. Der Start. Ich habe erstmal viele vorbeigelassen, aber ich wollte einfach nicht. Wieder roter Frontflügel. Ich habe auch so viele vorbeigelassen. Er dreht mich. Obwohl ich ihn vorbeigelassen habe. Danke dafür auf jeden Fall. Ich fahre aber noch. Also ich wollte auf jeden Fall Safety First machen. Ja, Safety First hat bei mir richtig viel geholfen. Egal, Start halbwegs geglückt. Ist auf gelb, ja, ne? Ich bin auf gelb, ja. Ist natürlich jetzt auch eine komische Strategie, sonst wären natürlich auch alle auf rot. Das ist schon ein komisches Rennen heute, muss man schon sagen. Ja, es sind noch so viele Runden, also hier ist auf jeden Fall noch was drin. Ja, deswegen, ich will ja nicht unbedingt von denen wegfahren, sondern ich will vor allen Dingen von dir wegfahren. Du machst mir ja Angst. Die machen mir gerade Angst. Super überholt. Halt die, boah, das war nicht so Feld, schön. Was ich hier jetzt gerade habe, diesen Vorteil ausnahmsweise mal. Ist aber lustig irgendwie, dass die so unterschiedlich auch klingen, finde ich lustig. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das finde ich auch doof, dass du gerade aufholst auf mich. Ich sehe dich sogar bis auf Platz 5 weiter, geh mal weg. Ja. So, fahren wir direkt Mike, hör doch auf. Schnelle hinterher. Heißt der S auch, ey. Oh unser Gott. Abstand zum Team. Mann, das könnte mein erster Sieg auch werden. Ja, aber man muss echt sagen, also ich fahre jetzt nicht schlecht oder so, ich will es jetzt nicht wieder schlecht reden, aber man merkt schon, also ich habe noch keine Runde gefahren, wo ich in mindestens 2 Kurven nicht scheiße rausgekommen bin.
Jan sein erster Runde, Fragezeichen. Ja, und da ist es soweit. Quatsch, oh, Micha, mach bitte jetzt keinen Scheiß, Micha. Nee, wir kommen alle an. Jan ist ja schon fast in der nächsten Kurve. Ja, aber wir kommen jetzt alle an hier und überholen uns. Micha, halt sie auf, bitte. Mach's für mich so eine richtige Bruderaktion. Bruder. Komm, ich zieh dich mit nach vorne. Das habe ich mich ja schon so oft angeboten. Er hat immer gesagt, mir kann man nicht helfen. Nee, das kann man auch nicht. Oh, Mike, mach doch jetzt nicht diesen, dass du Albon überholst. Ja, der hat Sainz nicht überholt. Was kann ich denn dafür? Dann habe ich ihn halt überholt. Warum hat Sainz auch DRS? Was soll das? Scheiße. Fuck, ich weiß nicht mehr, mit welcher Taste ich nach hinten gucken kann. Geringfügige Schäden am Frontflügel. Was passiert? Ich bin zu hart reingegangen. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Frontflügelschaden? Kleiner, ja. Yes. Ich gehe an die Box. Ah, schade natürlich. Oh, doof gelaufen, Mike. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Jan, was machst du eigentlich? Langsam fahren? Ja. Könntest du mal ein bisschen Hakengas geben? Als ob du jetzt an ihm dranhängst, wie lustig. Ja. Ich war so schnell wie ich kann. Nerv das ist mich jetzt nicht. Das ist so unfair. Wenn das dein schnellstes und du bist erster, das ist ja voll gemein. Ich bleib hinter dir. Du lässt mich irgendwann mal vorbei. Ja, Jan, du kannst aber jetzt eigentlich froh sein, weil ich lasse jetzt natürlich die nicht vorbei. Das heißt, du gewinnst jetzt wieder Abstand. Ja, zu denen hatte ich ja sowieso mal. Ja, zu Albon oder so zum Beispiel. Die gehen dann nicht vorbei. Ja, eben auch. Hauptsache, du treibst mich nach vorne. Das war dein Versprechen. Ja, das mache ich gerade. Leute, wir fahren hier hinter Jan her. Er zittert schon ein bisschen. Aber macht euch keine Illusion. Wir sind nichts weiter. Mir ist richtig warm, Leute. Ich komme jetzt aus der Box, habe meinen Frontflügel jetzt gewechselt. Weiße Reifen jetzt natürlich direkt ausgewählt. Und der lässt mich aus der Box raus wie so ein Hurensohn, Digga. Was ist denn das? Also, ich fahre erst in 2 Wochen an die Box, Micha. In so 2 Wochen. In 2 Wochen, ja, 2 Runden. Ist ja doof. Ja, ich bin aber schon doch deutlich vor dir. Weiß es nicht. Ich weiß es aber. Ich bin Ende statt Ziel, du bist Anfang statt Ziel. Ja, das ist richtig. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Gut gemacht. Super überholt. So, Albon nochmal überholt. Mal wieder. Jetzt nur noch Norris und dann freie Fahrt auf Jan. Und den kriegen wir ganz, ganz schnell. Das ging ja total einfach. Das schmeckt dir jetzt überhaupt nicht. So, jetzt haben wir freie Fahrt auf Jan. Aber noch 7,5 Sekunden oder fast 8. Also schon heftig. Also für dich 2 Runden und dann bist du da. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Also es ist schon echt hart, jetzt so gut zu fahren. Die Runde war zwar nicht schlecht bisher, aber es ist schon brutal schwer. Mir ist richtig warm. Ah ne, es ist Latifi, aber der macht's auch nicht besser. Alter, der war doch auf Platz 1 oder Platz 2 oder so. Ja, 2. Geiler Typ. Komm schon, blaue Flagge, lass mich vorbei. Sehr schön. Ausgezeichnet, das nicht ist die sehr schön. Schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Aber es war anstrengend. Es war sau anstrengend, die Runde. Das werde ich jetzt nicht immer so fahren können. Ist natürlich mal wichtig, um ein bisschen ranzukommen. Jetzt ein paar entspannte Runden und dann natürlich nochmal Fullgas. Bist du an einen vorbei? Nee, nein. Ich habe noch ein paar vor mir. Alter, was machen die? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, Perez, bitte. Ja, ich bin an allen vorbei. Alter! Ich habe so Angst gehabt, aber er hat gut Platz gemacht. Es war so knapp, aber er hat noch Platz gemacht. Gerade so, ich wäre ihm sonst fast draufgefahren. Das war mir aber scheißegal.
Es sind gar nicht mehr so viele Runden, ne, Jan? Wenn du dich jetzt gut anstrengst. Ja, 7 Runden. Nee, es ist schon eng, aber du fährst gerade gar nicht so übel weg. Ja, wie weit du links fährst. Richtig Respekt von. Ich hoffe eigentlich, dass ich dich überhole. Ich hoffe, dass eigentlich, dass ich dich überhole. Alter, was für ein Staub. Fährt aber über das Gras und wirbelt mir den Staub in die Fresse. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich dich überhole, dann den überrunde und dann der dich aufhält. Das ist eigentlich mein Plan. Wir kommen vor Reifen raus. Oh Jan, guck mal, wie nah ich dran bin. Alter, was machst du? So, das war also. Alter! Letzten, du ziehst hier über! Stop. Ich hab so Schiss. Und ich hoffe, dass wir jetzt auf unserer Position bleiben. Digga, du. Alter, ich hab so Angst! Komm, Auto, da vorne! Komm zu mir! Reiken! Ich, mein T-Shirt ist nass, Alter. Lass mich vorbei! Wo willst du denn hier vorbei, Alter? Hier ist die gelbe Flagge, hier darfst du nicht überholen. Lol, tatsächlich Bottas, oh Gott. Darfst du nicht. P11. Alter, ich bin schon ein paar Mal gestochen jetzt bei dir und du lässt mich aber nicht vorbei. Lass ihn nicht vorbei, lass ihn nicht vorbei. Bin vorbei. Alter, was ein dreckiger Hure. Das hast du schön gemacht, du hast vor... Oh Gott. Du, wie du ja, ihr so wisst, weit der Nächste, den ihr überrundet, das bin ich, ne? Das glaube ich nicht ganz. Wir machen hier so eine Scheiße. Jan lässt sich einfach nicht vorbei. Es ist so nur und so. Alter. Ich muss jetzt, ich keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt habe ich mich verbremst, toll. Ihr seid doch jetzt in der letzten, oder nicht? Letzte Runde, das ist jetzt. Eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Könnte sein, dass mein Benzin gleich noch alle geht, Mike. Das fände ich so lustig, wenn das ein Foto findest mit oh deinem Gott. Leeren Benzin oder so. Fahr gleich Mager für dich als Ankündigung in Sektor 2. Perfekt. Ich werde einfach reinziehen. Für dich als Ankündigung. Entweder du machst Platz oder wir fliegen halt beide raus. Ich mach keinen Platz, nicht in Sektor 2. Und jetzt geht meine Kamera aus, ist das zäh. Ich dreh mich. Echt? Ja, ein bisschen halt, nicht gedreht, aber halt so ein bisschen rausgekommen. Ja, so wie ich es also jede Runde, jede. Nee, nee, du bleibst Kurve definitiv Platz 1. Es ist über eine Sekunde jetzt wieder geworden dadurch. Wir können nicht länger mit dieser krass, wie knapp. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Ich hätte halt wie gesagt da in diesen Anfangsphasen, wo meine Reifen noch nicht so schlecht waren und du auch noch ein bisschen schlechter warst, vorbeigekonnt. Aber da war halt das Problem, dass ich nicht an dir vorbeigekommen bin, weil du einfach zugemacht hast. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, komm schon, Power, 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 Er ist aber schon seit 10 Minuten über der Startziel, ja, Power, Power. Krass, Glückwunsch, ja, an Glückwunsch, Jan. Glückwunsch auf Jan jeden Fall an dich. Ein Rennen. Alter. Boah, Mike. Wir beenden das Rennen als Elfter, das hätte ich nicht gedacht, dass ich noch so nah rankomme. Gerade wurde angezeigt 20. Aber nee, ich bin Elfter. Ja, wow. Ach, wieso bin ich denn immer noch nicht mal Fahrer des Tages geworden? Hör mal. Also ich bin von P19 auf 11 gefahren. Aber ja, wir haben alle drei ein Rennen beendet. Ja. Hatten wir das überhaupt schon mal? Nein. Nee. Dann können wir ja auch mal eine gemeinsame Art-Moderation machen. Das ist hey. Ja der Wahnsinn. Mike, ich gebe dir das Wort. Ich esse gerade. Okay, dann mache ich. Leute, geil, erster Platz, finde ich nice. Zusammen auf dem Podium mit dem Mike. Micha hatte auch noch immerhin nach dem doofen Unfall am Anfang ein gutes Rennen gefahren. Leider keine Punkte. Also, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Rennen, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.